Friedrich von Schiller. Kennt ihr, wer neben Goethe wohl der bekannteste Dichter in Deutschland ist? Natürlich ist das Friedrich von Schiller. Am 10. November 2021 ist der Geburtstag dieses großen deutschen Dichters. Er wurde heute vor 262 Jahren geboren. Kindheit. Johann Christoph Friedrich Schiller wurde am 10. November 1759 in Marbach am Neckar geboren. Dieser Ort liegt heute in Baden-Württemberg. Sein Vater Johann Kaspar war ein Arzt und Offizier der herzoglich-württembergischen Armee. Seine Mutter Elisabeth Dorothea Kottweiß war eine fromme Frau. Friedrich Schiller hatte insgesamt 5 Schwestern. Er wuchs in einer sehr religiösen Familie auf und verbrachte einen Großteil seiner Jugend mit dem Studium der Bibel. Ausbildung. 1764 zog die Familie in die Stadt Ludwigsburg. Dort besuchte Friedrich eine Dorfschule. Vom Pfarrer Philipp Ulrich Moser wurde der Junge im Alter von 6 Jahren Latein und Griechisch unterrichtet. Schon in der Kindheit schrieb Schiller kleine Gedichte und Theaterstücke. Im Alter von 13 Jahren erschuf er seine ersten Theaterstücke mit den Titeln Absalom und die Christen, die es heute leider nicht mehr gibt. Die Literatur gefiel ihm. 1773 befahl der Herzog Karl Eugen, dass Friedrich in die militärische Karlsschule in Stuttgart eintreten musste. Schiller studierte dort Jura und Medizin. Während seines Studiums interessierte er sich weiter für die Literatur und las einige verbotene Schriften. 1776 erschien Schillers erstes Gedicht Der Abend. Die Sonne zeigt, vollendend gleich dem Helden, dem tiefen Tal ihr Abendangesicht. Für andere, ach, glückselgre Welten, ist das ein Morgen an Gesicht. Sie sinkt herab vom blauen Himmel, ruft die Geschäftigkeit zur Ruh, ihr Abschied stillt das Weltgetümmel und winkt dem Tag sein Ende zu. 1779 bestand er das erste medizinische Examen und bat um die Entlassung. 1780 verließ er die Militärakademie und wurde Militärarzt beim Herzog. 1781 erschien Schillers erstes und erfolgreiches Theaterstück Die Räuber. Am 13. Januar 1782 war die Uraufführung Der Räuber im Mannheimer Nationaltheater. Das Drama hatte einen großen Erfolg und machte den jungen Mann über Nacht berühmt. Vor allem junge Leute waren davon begeistert. Zwar ging es im Stück um Streit in einer Familie, aber man verstand, dass eigentlich das Land gemeint war, in dem vieles nicht in Ordnung war. Heute gelten die Räuber als das wichtigste Drama des Sturm und Drang. Die schriftstellerischen Tätigkeiten Schillers gefallen dem Herzog Karl Eugen nicht. Er verbot dem Dichter, die Aufführung zu besuchen. Aber Schiller besuchte das Theater, nachdem Herzog ihn für 14 Tage in das Gefängnis warf und ihm verbot, weitere Dramen zu schreiben. Schillers Flucht. Schiller wollte in Armee nicht arbeiten und in der Nacht am 22. September 1782 floh Schiller aus Stuttgart zusammen mit dem Freund Andreas Streicher zuerst nach Mannheim. Dann folgten es Reisen nach Frankfurt am Main, Oggersheim und Bauerbach in Thüringen. Später schilderte Streicher jene Zeit in seinem Buch Schillers Flucht von Stuttgart
und Aufenthalt in Mannheim von 1782 bis 1785. In Mannheim bekam er die Stelle des Theaterdichters. Ungeachtet an seiner Krankheit, er erkrankte an Malaria, schrieb er weiter. In dieser Zeit entstanden seine Stücke Die Verschwörung des Fiesco zu Genua und Kabale und Liebe. Die Verschwörung des Fiesco zu Genua ist Friedrich Schillers erstes historisches Drama. Der Schriftsteller thematisiert, dass aufgrund des egoistischen Denkens der Menschen und dauerhafter Unzufriedenheit mit bestehenden Dingen als Staatssystem nur die Monarchie bzw. die Diktatur in Frage kommt. Kabale und Liebe ist ein bürgerliches Trauerspiel. Das Drama handelt von der Liebesbeziehung zwischen Luise Miller, Tochter eines bürgerlichen Stadtmusikanten, und Ferdinand von Walter, Sohn des adligen Präsidenten von Walter. Durch ein Intrigenspiel von Ferdinands Vater und dessen Sekretär Wurm wird diese Liebe unmöglich und endet in einer Katastrophe. Am 11. Januar 1784 wurde die Verschwörung des Fiesco zu Genua in Mannheim, am 13. April Kabale und Liebe in Frankfurt am Main uraufgeführt. Von April 1785 bis Juli 1787 lebte Friedrich Schiller als Gast bei Christian Gottfried Körner in Leipzig und Dresden. Christian Gottfried Körner war ein deutscher Schriftsteller und Jurist. Er war der Herausgeber der ersten Gesamtausgabe der Werke von Friedrich Schiller und unterstützte Schiller finanziell. Bei Körner entsteht auch Schillers berühmte Ode an die Freude, die später von Beethoven im vierten Satz der 9. Symphonie vertont wird. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Seit 1985 ist sie die Ode an die Freude offizielle Hymne der Europäischen Union. Neben intellektuellen Impulsen findet Schiller hier die Sicherheit, sein großes Drama Don Carlos abzuschließen. Das Stück wurde am 29. August 1787 in Hamburg uraufgeführt. Das Stück Don Carlos spielt im Spanien des 16. Jahrhunderts. Es dreht sich um das gestörte Verhältnis zwischen König Philipp II. Und seinem Sohn Carlos sowie auch um höfische Intrigen und um Träumen vom Sieg der Freiheit. Das ist eine Familientragödie und ein revolutionäres Ideendrama. Im Jahr 1787 bricht Schiller nach Weimar auf, wo er Wieland, Humboldt und Herder kennenlernt und begegnet erstmals Goethe. Auf dessen Vorschlag wurde Schiller zum Professor für Geschichte an die Universität Jena berufen. 1787, während einer Reise durch Rudolstadt in Thüringen, lernte er Charlotte von Lengefeld kennen. Es entstand ein reger Briefwechsel. Nach einem Jahr verlobten sie sich. 1789 übersiedelte Schiller nach Jena und 1790 heiratete er Charlotte von Lengefeld. Sie hatten 4 Kinder. Schiller tut sich mit historischen Arbeiten hervor. Er verfasst die Geschichte des Abfalls der Niederlande und publiziert im Jahr 1790 die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. Die große Freundschaft. Johann Wolfgang von Goethe lernt Friedrich Schiller im September 1788 in Rudolstadt kennen. Goethe ist 39 Jahre alt, Schiller 28. Es war keine Liebe auf den ersten Blick zwischen den beiden großen deutschen Dichtern, und doch wurde es eine der
produktivsten Freundschaften der Literaturgeschichte. Es verstreichen 6 Jahre, bis sich die beiden Dichter im Sommer 1794 wiedersehen. Schiller führt mit Goethe ein Gespräch und durch einen anschließenden Brief Schillers an Goethe beginnt eine 10-jährige Dichterfreundschaft bis zu Schillers Tod. Schließlich verlässt Schiller 1799 Jena und zieht mit seiner Frau und mittlerweile 3 Kindern, ein viertes wird noch geboren werden, nach Weimar, um Goethe noch näher zu sein und den dichterischen Austausch zu vertiefen. In Thüringen haben Schiller und Goethe die sogenannte Weimarer Klassik begründet. Weimarer Klassik nennt man eine Zeit in der deutschen Literatur. In dieser Zeit, etwa zwischen 1786 und 1832, gelangte die deutsche Literatur zu einer Blüte. Darum wird sie als Klassik bezeichnet. Ihre Hauptvertreter waren Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. In dieser Periode erschienen die berühmtesten Werke beider Autoren. 1796 erschien die gemeinsame Arbeit der beiden Dichter, die Gedichtsammlung Xenien. Die beiden Denker wurden ihre Gedanken in der Literaturzeitschrift Die Horen veröffentlicht. 1797 nennt man Schillers Balladenjahr. In dieser Zeit entstanden die besten Balladen von Schriftstellern. Das sind zum Beispiel Der Taucher, Der Handschuh oder Die Kraniche des Ibykus. Hört einen Teil von der Ballade Der Handschuh. Und zu Ritter Delorges spottender Weiß wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihr mir's schwört zu jeder Stund? Also hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger mit festem Schritte und aus der Ungeheuermitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. Es folgen 1798 weitere Balladen wie Die Bürgschaft und der Kampf mit dem Drachen. Die letzten Jahre. Schiller hat sich als Autor vollständig etabliert und lebt gut von seinen Honoraren und Tantiemen. Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere schon zu Lebzeiten einer der berühmtesten Dichter Deutschlands und weit über die nationalen Grenzen hinaus bekannt. Doch seine Gesundheit ist ruiniert. Bereits 1791 war Schiller neben der schwellenden Malaria an einer schweren Lungenentzündung erkrankt. Aber er arbeitete aktiv. 1799 beendet Schiller sein Monumentalwerk Wallenstein. Es entstehen die Werke Maria Stuart, Die Jungfrau von Orleans. Diese Stücke werden am vom Goethe geleiteten Weimarer Hoftheater uraufgeführt. Wallenstein ist ein Drama. Es erzählt den Niedergang des berühmten böhmischen Feldherrn Wallenstein, der 1634 auf Befehl des österreichischen Kaisers ermordet wurde. Das spannende, intrigenreiche Stück fasziniert durch den ambivalenten, von menschlichen Schwächen zerrissenen Charakter der Hauptfigur. In dem 5-aktigen Trauerspiel Maria Stuart werden die letzten 3 Tage der schottischen Königin Maria Stuart dargestellt. Maria Stuart ist der Mittelpunkt, um welchen die Handlung sich dreht. Aus deren Hintergrund blicken 2 streitende Völker und 2 einander entgegenarbeitende religiöse Prinzipien, Katholiken und Protestanten, hervor. Das Werk Die Jungfrau von Orléans erzählt die Ereignisse um das Bauernmädchen Jeanne d'Arc aus Lothringen, das die französischen Truppen im Krieg gegen die Engländer und die Burgunder zum Sieg führte und König Karl dem 7. zur Krönung in Reims verhalf. 1802 erhielt Schiller den Adelstitel
und wurde Friedrich von Schiller genannt. Am 18. Februar 1804 vollendete er den Wilhelm Tell und begann sogleich mit seinen Arbeiten zum Demetrius, den er allerdings nicht mehr abschließen sollte. Inhalt des Dramas Wilhelm Tell ist die Sage des Schweizer Nationalhelden und Freiheitskämpfers Wilhelm Tell aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Die Kernaussagen des Stücks sind der Widerstand gegen machtgierige und teilweise sadistische Unterdrücker, sowohl von Einzelpersonen wie auch der gesamten Gesellschaft. Im Dramenfragment Demetrius beschreibt Schiller die historische Figur des Demetrius, der um 1605-1606 russischer Zar war. Im Februar 1805 erkrankte Schiller sehr schwer und traf am 1. Mai zum letzten Mal auf dem Weg ins Theater mit Goethe zusammen. Am 9. Mai im Alter von nur 45 Jahren starb Friedrich von Schiller an einer Lungenentzündung in Weimar. Goethe war schockiert von dem Tod seines jüngeren Kollegen. In einem Brief an seinen Freund beschrieb er den Verlust von Schiller, als hätte er die Hälfte seines Daseins verloren. In der Nacht zum 12. Mai 1805 wurde Friedrich Schiller auf dem Friedhof der St. Jakobskirche in Weimar beigesetzt. Am 16. Dezember 1827 wurde Schillers Grab in die Fürstengruft auf dem neuen Weimarer Friedhof übertragen. 1832 wurde hier Johann Wolfgang von Goethe auf eigenen Wunsch an Schillers Seite begraben. Das frühere Wohnhaus von Friedrich von Schiller in Weimar ist heute ein Museum. Das Arbeitszimmer mit seiner weitgehend originalen Einrichtung ist der authentischste und bedeutendste Raum des Hauses. Seit 1998 gehört es als Teil des Ensembles Klassisches Weimar zum UNESCO-Welterbe. Friedrich von Schiller, der seine Kunst in den Dienst der Freiheit und Wahrheit stellte, gilt vielen als einer der größten deutschen Dichter neben Johann Wolfgang von Goethe. Er war ein bedeutender deutscher Dramatiker, Dichter und Historiker. Beeinflusst von der Epoche der Aufklärung wurde Schiller zu einem wichtigen Vertreter des Sturm und Drang sowie der Weimarer Klassik. Seine Dramen und Balladen zählen zu den bekanntesten Werken in deutscher Sprache. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Wilhelm Tell, Friedrich von Schiller.